Ein wunderschönes Hallo und willkommen bei Black Ops 2 Zombie Killen. Ja, der Anlass ist, ich wurde getaked von den guten Golden Ways. Und das getaken, das ist sowas wie ein, wie soll ich sagen, ein Videokettenbrief, wo man 12 Fragen beantworten muss und danach dieses weitergeben muss, also andere Leute taken muss. Oder kann, je nachdem, wie man will. Ja, ich werde diese 12 Fragen jetzt beantworten und nebenbei mal ein bisschen Transit hier spielen. Ich hoffe mal, dass es geht und dass ich Leute finde. Nebenbei kann ich ja schon die ersten Fragen beantworten. Wenn ich es finde. Oh, ein Gas. Naja. Naja. So, erste Frage. Was ist dein Lieblingsspiel? Ja, ganz einfach. Halo 3. Und eigentlich die anderen Halo-Teile auch. Aber Halo 3 am meisten, mit dem habe ich am meisten Zeit verbracht. Und ja, das war Frage 1. Und Transit beginnt. Green Run. So, zweite Frage. Was für Konsolen-PC hast du? Ja, eigentlich soweit alles, außer die Wii U. Ansonsten habe ich alle. Und die nächsten beiden hole ich mir auch. Die Xbox One und die PS4. Aber zuerst die Xbox One werde ich mir holen. Ich glaube, da kommt auch noch eine Frage dazu. Jetzt habe ich das schon so ein bisschen vorweggenommen. Ja, ja, hup hier mal, du. So, dann suchen wir mal ein paar Teile hier. Hier könnte man so einen Ventilator bauen. Ventilator. Sieht aus, als sollte ich mit dem Ding was anfangen können. Zusätzliche Teile erforderlich. Eindeutig ein Ding. Noch mehr Teile. Das ist wahrlich. Na? Der wollte mich in die Luft jagen. Es fehlen noch ein paar Teile. Na, habt das fertig? Tragbarer Windgenerator aus der Feder des ansässigen Jin. Aha. Top, das könnte zu einer Komponente für ein viel umfangreicheres Projekt umgebaut werden. Los, leg los! Los, mach die Tür auf! Okay, mach dein Ding, ich komm zu. Hopp in die Bus. Willkommen an Bord. Dann werde ich mal. Oh, die kostet ein bisschen zu viel. Aber irgendwer bezahlt diese Zombies! Die kriegen geheime Regierungsgelder! So, Regierungsgelder. So, da werde ich mal die nächste Frage angucken. Wir fahren mit dem Bus. Dritte Frage. Regst du dich beim Zocken auf? Wie viel Controller hast du bisher vernichtet, zerstört oder kaputt gemacht? Ja, aufregend tue ich mir nicht so doll. Nicht mehr, wo ich jünger war. Ja, da sind schon die Fetzen geflogen. Wenn was nicht so ging, wie ich wollte. Und die Kollegen haben die Tür offen gelassen. Controller habe ich bisher bei den 360 gute 20 Stück. Ja, die sind alles Schrott. Funktioniert da mal ein Knopf nicht und dann da mal nicht. Da muss man sich einen neuen kaufen, ne? Eine Busfahrt ist lustig. Jawohl, über Lava. Ja, die Reifen platzen ja auch nicht weg. Ja, das war Frage 4, ne? Das waren sogar zwei Fragen in einer. Ne, war Frage 3. Was sah ich denn hier? What the fuck? Jawohl. Jetzt kann ich erstmal Pistole kaufen. Die ist ein bisschen besser. Ja, das war Frage 3. Frage 4 ist PS4 oder Xbox One? Ich werde natürlich die Xbox One zuerst kaufen, wegen der Halo-Reihe. Und die PS4 kommt dann später. Fuck. Ich in Lava. Oh, jetzt bin ich doch im Lava-Sprung. Das wollte ich gar nicht. Die Tür kriege ich noch nicht auf.
Leute, ihr könntet auch mal die Tür auch hier aufmachen. Da ist nämlich die Wunderkiste drin. Ich weiß gar nicht, wo die anderen alle sind. Und wo sind die alle? Oh mein Gott. Jetzt muss ich erstmal. Jetzt können wir sie einfach messern, diese dreckigen Zombies. Und ich werde, glaube ich, mal Frage 5 gleich angucken. Wenn ich mal nicht getötet werde. Frage 5 ist, was ist dein Lieblingsspiele-Genre? Ich spiele eigentlich alles. Aber hauptsächlich Shooter sind eigentlich ganz in Ordnung. Spiele ich am meisten. Hat hier denn keiner 750 Gold? Dollar? Dollar? Nee, gar nichts. Nur 750. Hat keiner. Will keiner aufmachen. Und der Bus fährt weiter. Aber da brauchen wir gar nicht mitgehen, weil wir keine Bewaffnung haben. Und es kommen irgendwie keine Zombies. Gut, Frage 5 war, ja, Shooter, Rennspiele, alles. Egal, ich spiele alles. Außer so eine sinnlose Spiele wie Landwirtschaftssimulator, die spiele ich nicht. Keine Lust dazu. Wo gucken die denn hin? Mach die Tür auf. Tür auf. Hat keiner Geld? Will keiner. Den nicht. Da muss ich wieder sparen. Oh, das müssen die guten Leute hier entscheiden. Frage 6. COD oder Battlefield? Ich spiele lieber COD. COD ist mir lieber, weil es schneller ist und dynamischer, finde ich. Ich mag halt so eine schnellen Spiele. COD ist ein bisschen, Battlefield ist ein bisschen taktischer, ein bisschen langsamer, glaube ich. Habe ich immer so Gefühl. Aber ich spiele natürlich beide, aber COD natürlich öfters. Gut, Muni. Ach, wie sie sich alle freuen. Hey, Muni. So, das war Frage 6, glaube ich. Wenn ich gleich mal Frage 7 angucken. Frage 7. Was sagst du zu Minecraft? Was soll ich dazu sagen? Ich sage mal dazu ein nettes Nebenspiel, was man so nebenbei machen kann. Oder wenn man ein bisschen Langeweile hat. Oder es gibt ja auch Leute, die spielen das wirklich sehr lange, sehr oft. Wenn es ihnen Spaß macht, sollen sie es machen. Ich mache das eben nur ein bisschen nebenbei. Wenn ich mal Langeweile habe. Die blendenden Nebel vor jegliche Orientierung verhindern. Ah, ist schon auf und keiner sagt mir was. Ihr könnt mir doch Bescheid sagen. Oh. Und ja. Das wird eine riesen. Die gute Misty heißt der Charakter hier. Ein Granatwerfer, aber na sicher. Nimm den. Jetzt brauche ich auch mal eine Knarre. Doppelpistole. Ich glaube, die sind ganz gut. Hier, nimm mal. So. Geht doch ganz gut hier. Obwohl ein Gast, glaube ich, bei ist. Frage 8 heißt. Ich schau gleich mal. Ich muss immer gucken, dass die Zombies mich nicht kriegen. Wie lange zockst du schon? Ey! Ich hab irgendwas gehört. Wie lange zockst du schon? Ja, ich zocke seit meinem 5. Lebensjahr. 5 oder 6 war ich, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und seitdem zocke ich. Das sind. Ja, ich bin jetzt 27 alt. Au, au, au! Boah, jagt mich nicht in die Luft.
Meine Güte. Ich kann gerade nicht. Ich muss mich am Leben erhalten. Ja, ich zock's schon eine ganze Weile, also mit 5 habe ich angefangen. Ui, Kiste ist kaputt. Da alle gemacht, ihr Schweine. Was? Jo. Jetzt müsste aber bald wieder der Bus kommen. Boah, hab ich mir gerade erschreckt. Jo, Totenkopf eingesammelt. Sehr gut. So, werde ich gleich mal die nächste Frage machen. Ich musste mich gerade ein bisschen ordnen. Also gute 23 Jahre spiele ich schon. Seit dem Atari. Da kommt der. What? Was macht der denn da drin? Glaubt, das hackt? So, das war. Ich muss gleich mal gucken. Oh, es kommt rein, Leute. Wir müssen weiter. Na, komm rein, komm rein, komm rein. Er kommt nicht rein. Aber er kommt hinten rein. Sehr gut. Und dann werde ich gleich mal die nächste Frage gucken. Frage 9. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Ja, ist auch ganz einfach zu beantworten. Natürlich Sarasa und Gronkh. Und noch ein paar andere Let's Player, aber die beiden absolut. Ja, damit ist die Frage natürlich auch wieder beantwortet. Werde ich gleich mal weitermachen. Wo ist eigentlich die nächste Kiste? Da, ich sehe sie. Doch. Nee. Doch, da. Doch, raus! Raus, Mann! Nee, da ist die Kiste oben. Ja, mal hochmarschieren. Hoffentlich sterbe ich nicht so früh. Raketenwerfer gegen Zombies. Das kann ich nicht gut heißen. Aber na sicher. Jetzt werde ich ein paar Er hat auch einen Raketenwerfer. Sau gut. Oh, der Bus fährt gleich los. Hey. Sehr gut. Jetzt fahren wir bei und maximale Muni. Sehr gut. Wo ist eigentlich unser anderer Kollege? Wir waren noch 4. Wir waren 4 Leute. Frage 10. Darfst du Spieler ab 18 zocken, obwohl du jünger bist? Nein! 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 Hilf mir! Nein! Sehr gut. Guter Mann. Sehr gut. Freut mich. Ich beschütze euch mal. Da passt man einmal nicht auf. Versucht was irgendwo abzulesen, no, dann bin ich tot. Ihr Wichser, mit dem Raketenwerfer kann ich natürlich nicht hier drin rumballern.
Mein Gott. Ja, wie war die Frage jetzt? Darfst du, Spieler ab 18? Ich natürlich, ich bin schon über 20. Da macht das nichts mehr. Ich habe aber damals schon Spiele gespielt, die ab 18 waren. Wo ich damals mein N64 gekriegt habe, da war ich... Das weiß ich gar nicht mehr, da war ich auch jünger. Da hatte ich Turok 2, das war auch ein 18er Game. Mein Gott. Da habe ich schon früher gespielt. Das müssen halt die Eltern dann entscheiden. Ob sie ihren Kindern die Spiele kaufen. So, hier waren noch Teile, Teile, Teile. Kapazität muss ich schwerwiegende Entscheidungen treffen. Ich habe doch in Erinnerung, dass hier Teile waren für den Stromkasten. Sie gehört bestimmt zu dem Ding, das ich da eine Mal gesehen habe. Ja, ich bin bestimmt gleich wieder tot. Einmal lag ich schon richtig hässlich. Darf eigentlich nicht passieren. Alles klar. Ich werde mal das Ding zumachen. Aber ich glaube, da fehlt nur noch eins. Aber irgendjemand hat auch eine Alien-Knarre, diese... Oh. Oh, wow, wow! Ah, du Wichser! Rein, rein, rein! Wow! Jetzt können wir oben... Ach, das kann man auch damit öffnen? Das habe ich ja noch nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Aber egal, man lernt immer dazu. Maximale Munition! Wird doch Zeit! Ihr dreckigen Zombies. Aber ich brauche echt eine andere Waffe. Geil, jetzt ist er weggefahren. Sehr toll. Ich glaube, wir werden sterben. Schnell, schnell. Ah, ich wollte noch retten. Ich wollte noch retten. Kann ich denn hier runterjumpen? Lebt denn irgendjemand noch? Ich komme hier nicht runter. Na? Wo hänge ich denn? Okay. Ich glaube, wir werden sterben. Ich werde aber noch die Fragen beantworten. Ah, Frage 10 waren zwei Fragen. Was hältst du von der Altersbeschränkung bei Spielen? Ja, das ist eine gute Sache. Da müssen die Eltern natürlich auch drauf schauen. Die Verkäufer schauen sowieso, wer die Spiele kauft. Eigentlich. Es gibt natürlich immer andere. Und es lebt sogar noch einer. Ja, er ist mit dem Bus weggefahren. Na gut, solange einer noch lebt, ist immer ganz gut. Und er hat ein leichtes Maschinengewehr, soweit ich sehe. Kommen wir zu den letzten beiden Fragen. Meine Güte. So hast du mit YouTube angefangen. Ja, warum habe ich damit angefangen? Eigentlich einfach nur so. Zum Anfang war ich ja eigentlich mit noch jemanden, der das gemacht hat. Warum bin ich jetzt alleine hier drin? Oh, wo kommt der denn her? Ja, warum habe ich angefangen? Einfach nur so, es war zum Anfang Hobby. Und jetzt mag es halt am laufenden Band. Und ich werde es auch weitermachen. Bis ich halt irgendwann keine Lust mehr habe. Im Dreck, ich sah. Oh. Immer nett und freundlich bleiben. Ich kann noch eine Waffe kaufen. Alter, da ist doch irgendjemand besoffen. So. Ja. Frage 11 so ein bisschen beantwortet oder komplett beantwortet. So.
YouTube mache ich weiter, macht Spaß, wunderschön. Und wenn ich schon Spiele kaufe und sie spiele, dann kann ich es auch gleich let's playen. Also gleich zwei Sachen auf einmal. So, jetzt hupt er wieder. Die dreckigen Zombies. Und wir sind wir am Anfang. Und wir haben Strom angemacht und können... Oh, fuck. Ich hab mein Dings gar nicht mehr. Und ich will die Tür nicht kaufen. Ich wollte mir so ein Getränk holen. Ah, ich hab ja gar keinen Raketenwerfer mehr. Fuck, fuck, fuck. Scheiße, meine Waffe ist alle. Ah! Wacky, warte, Wacky, Wacky! Maximale Munition! Ganz schön arm dran, oder her? Arm ab! Schneider! Ah, voll in der Arme gelaufen. Egal, 10 Runden überlebt. Frage 12 kommt noch. Wer ist dein größtes Vorbild? Ja. Ja, das größte ist natürlich Gronkh, YouTube-mäßig. Und danach kommt auf jeden Fall Sarasa. Jo, ansonsten andere Vorbilder im Leben, keine Ahnung. Naja. So, COD gespielt. Nein, noch eine Runde werde ich jetzt nicht machen. Das reicht auch mal. 12 Fragen beantwortet. Ob ich noch welche taggen werde, weiß ich nicht. Das schaue ich mal. Auf jeden Fall habe ich diese 12 Fragen beantwortet. Wenn ich nicht irgendwas vergessen habe. Da könnt ihr ja nochmal gucken, ob ich alle beantwortet habe. Ich werde die 12 Fragen in die Beschreibung reinlegen. Und ja. Ich werde auch nochmal reinlegen in der Beschreibung, wer es erfunden hat, wer mich getaked hat. Ansonsten, ja, dann sieht man sich beim anderen Let's Play von meinen ganzen Projekte. Ich habe ja so ein paar. Ja, da sieht man sich, hört man sich und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.